Saint-Chatier war ein Ziel in unserem Sommerurlaub. Genauer, das Festival für Maître-Sonneur und Instrumentenbauer. Maria blättert schon im Programm der kommenden 5 Tage. Saint-Chatier, ein kleiner, unbekannter Ort mitten in Frankreich, ca. 250 Kilometer südlich Paris. Das alte Kirchenportal. Efeu und wilder Wein umranken die Fenster eines der Häuser. Spinnweben an verfallenen Türen, die seit Jahren nicht mehr geöffnet wurden. Ein kleiner Bach schlängelt sich durch den 450 Einwohner zählenden Ort und hinter hohen Bäumen wird ein kleines Schloss sichtbar, das seit 25 Jahren Zentrum eines außergewöhnlichen kulturellen Geschehens ist. In diesem Schloss lebte Georges Sand, eine romantische Schriftstellerin, die in einem ihrer Romane das Leben der Maître-Sonneur beschrieb, jene Drehleihe und Dudelsack spielenden Musikanten, die für die arme ländliche Region des Berry und der Auvergne charakteristisch waren. Um diesen kleinen Ort schlagen nun ab Mittwoch einige tausend Festivalbesucher aus ganz Europa ihre Zelte auf. Und kaum stehen die Zelte, schallt auch schon Baudun-Musik im Stile jener Maître-Sonneur über den Platz. Inzwischen ist Leben in den Ort gekommen. Wir schließen uns den Menschen an, die zum Eingang des Parks strömen und reihen uns in die Warteschlange ein. Im Park selbst sind Stände aufgebaut, an denen Instrumentenbauer ihre Produkte ausstellen. In erster Linie sind es Dudelsack- und Drehleierbauer, die aus ganz Europa angereist sind. Am Stand des Ulmer Drehleierbauers Helmut Gotschi hören wir, wie ein Kunde den Nachbau einer mittelalterlichen Leier anstimmt. Solch eine Leier konnten wir in Büchern über Instrumente aus dem 15. Jahrhundert schon bewundern. Doch die Geschichte dieses Instruments reicht noch weiter zurück. Erstmals beim Organistrum, das im 12. Jahrhundert zum Begleiten der Wallfahrergesänge diente, wurden die Saiten durch ein Rad angestrichen und erzeugten den uns bekannten Klang. Gegen Ende des Mittelalters geriet die Drehleier in Verruf. Auf Bildern des Hieronymus Bosch ist die Leier als Instrument der Unkeuschheit dargestellt, wohl weil mit ihr zum Tanz aufgespielt wurde. Und Tanz und Lebensfreude galten als sündhaft. Eine interessante Wende erlebte das Instrument im französischen Barock. Zu dieser Zeit zogen die kinderarmen Bauern der Alpenregion bettelnd in die Städte. Sie musizierten zur Drehleier und ließen dazu Murmeltiere tanzen. Die Savoyards, so der Name dieser Kinderbanden, kamen bis zu den Höfen der adligen Gesellschaft und, da die Kinder mit Drehleier und Marmotte ja so niedlich waren, gefiel das der höfischen Damenwelt. Die Drehleier avancierte zum Modeinstrument des französischen Adels und sowohl Komponisten als auch geschickte Instrumentenbauer beschäftigten sich mit der Fierlerou und entwickelten die Drehleier weiter. In dieser Form blieb sie nach der Französischen Revolution als Volksinstrument in Berry, Bourgogne, Morvan und Auvergne erhalten und diente mit Dudelsack, Geige und später dem Akkordeon zur Begleitung der traditionellen Tänze. Ein Teil der französischen Instrumentenmacher versteht sich noch auf diese Tradition und sie bauen die Leier in Form und Verzierung den berühmten Instrumenten des 18. und 19. Jahrhunderts nach. Die teuren Modelle
haben einen runden Laudenkorpus und werden aus Ahorn und Palisanderholz gefertigt. Jean-Claude Boudet persönlich erklärt uns nun Funktion und Spielweise der Drehleier. Die Drehleier ist ein Saiteninstrument, erklärt Jean Boudet, wie die Geige. Hier sind die Chanterelles zu sehen, die Melodiesaiten. Das Rad streicht die Saiten an und versetzt sie in Schwingungen. Die Schwingungen der Melodiesaiten werden durch die Mechanik der Tasten verkürzt, sodass eine Tonleiter gespielt werden kann. Außer den beiden Melodiesaiten, die im Intervall einer Oktave gestimmt sind, gibt es zur Begleitung noch die charakteristischen Bordunsaiten. Dann ist da noch der Chien, ein kleiner loser Steg, der das rhythmische Schnarren hervorbringt, wenn das Rad für einen Bruchteil einer Umdrehung schneller angeschlagen wird. Hören wir jetzt noch eine Weile zu, wenn auf diesen Instrumenten im flotten Rhythmus die typischen Bourrées der Auvergne gespielt werden. Das Festival, das im Schatten dieses Schlosses in den letzten 25 Jahren zu einem Treffpunkt für Drehleierbauer aus ganz Europa geworden ist, hat sicher auch entscheidend zu einer Weiterentwicklung der Leier beigetragen. Es geht nicht um Gags, wie bei den schrillbunten Instrumenten an diesem Stand. Es geht um die technische Weiterentwicklung, die uns akustisch der Österreicher Matthias Leubner vorführt. We'll be right back.
Ja, es wird viel herumexperimentiert. In erster Linie versucht man, andere Klänge herauszuholen. Zum Beispiel ein wesentliches Merkmal, das fast alle modernen Leiern haben, ist, dass tiefe Saiten drauf sind. Da kann man viel tiefer runtergehen in Bratschen- bis Cello-Lage. Und da ist natürlich wesentlich mehr an Klang drinnen, als wenn man nur die ganze Zeit hochspielt, wie bei den traditionellen Instrumenten. Dann wird mit mehr Saiten gearbeitet, es gibt mehr Bordone, mehr Schnarren, man kann ganze Klanggebäude aufschichten. Dann wird das Ganze abgenommen elektronisch und alle Saitenkomponenten, also alle Melodie, Schnarre, Bordone, können getrennt abgenommen werden und dadurch kann man wieder getrennt mit Effekten arbeiten. Also es ist sehr viel möglich. Und das andere ist natürlich, dass das Instrument für Musiker interessant wird und einfach sich Musiker mit der Spieltechnik auch beschäftigen, die dann auf neue Ideen kommen. Wie muss man immer in diese Richtung drehen oder kann man auch in diese Richtung etc. Was gibt es da für Vorteile davon? Also man stellt alles in Frage und das ist schön und macht Platz für neue Ideen. Der ungarische Komponist Béla Bartók hat um die letzte Jahrhundertwende Volksmelodien aus seiner Heimat gesammelt und in seine modernen Kompositionen einfließen lassen. Dadurch hat er auch dazu beigetragen, dass die ungarische Drehleier, auf der diese Tanzmelodien gespielt wurden, erhalten geblieben ist. Béla Sereny baut diese ungarische Leier nach und führt an seinem Stand Interessierte in das Spiel ein. Meist handelt es sich bei der Musik, die mit Drehleier und Dudelsack gespielt wird, um Tanzmusik. Und so gab es auf dem Festivalgelände jeden Nachmittag Tanzworkshops zu Bourrées, Schottisch, Polka und wie sonst die Volkstänze aus Frankreich und den Nachbarländern genannt werden. Eine Gruppe zeigt, wie es gemacht wird und alle versuchen dann, dicht gedrängt, den Anleitungen des Animateurs zu folgen. Was man tagsüber gelernt hat, kann dann auf den 5 Tanzflächen rund um die Burg ausprobiert werden, bis in den frühen Morgen. Auf der Südseite des Schlosses wurde eine große Bühne errichtet, auf der abendliche Konzerte stattfinden. Dort
kam auch das zweite bekannte Bordun-Instrument, der Dudelsack, in seinen verschiedenen Ausprägungen zu Gehör. Hier spielt gerade Paddy Keenan auf den Julian Pipes, dem irischen Dudelsack. Es wird nun Zeit, etwas über Dudelsäcke zu erzählen. Unweigerlich denkt dabei jeder an den großen schottischen Dudelsack, der hier vom Meister aus Kilmarnock selbst angeblasen wird. Kaum zu hören im Lärm des Festivals ist dagegen das Hümmelchen ein kleiner Renaissance-Dudelsack. Natürlich waren die verschiedenen französischen Instrumente gut vertreten, seien es Cabrette, Cornemuse oder gar die Musette. Und meist darf der Besucher und Interessent die Instrumente selbst ausprobieren. Geduldig wird der potenziellen Käuferin die Spielhaltung gezeigt, nur ihren ersten Ton muss sie dem Blasholz selbst entlocken. Für die größeren Könner gibt's einen Nachwuchswettbewerb. Vincent, 14, und Paolo, 16, sind die Sieger dieses Jahres. Sie kommen aus dem italienischen Piemont und, so haben sie erzählt, sie spielen seit etwa 3 bis 4 Jahren ihre ausgefallenen Instrumente. Aber auch die Eltern, die mit in Saint-Chartier waren, sind Folk-Fans. Wir hören noch 2 Beispiele, die zeigen, wie vielfältig Dudelsäcke klingen können. Hier wird ein Walzer auf der französischen Cornemuse Bourbonnais gespielt. Jetzt hören wir katalanische Volksweisen mit Musikanten aus der Gegend unweit von Barcelona.
Das macht das Besondere an diesem Festival aus. Die Besucher sind zum großen Teil nicht nur Konsumenten, viele sind selbst Akteure, die dem Klang der Badun-Musik verfallen sind. Und wer Instrument und Geigenbogen halten kann, darf schon mitspielen. Die letzten Bilder konnte ich am Sonntagmorgen einfangen. Der Musette-Walzer verbreitet melancholische Abschiedsstimmung. Das Ende interessanter Festivaltage und durchtanzter Nächte ist gekommen. Melancholisch ist auch die Musik des letzten Konzertes auf der Bühne. Gilles Jabenin begleitet die korsische Gesangsgruppe Imofrini auf seiner Leier.